Zum zweiten Mal in der Strafzelle. Ende Juni 1938 bekam ich einen Brief von meiner Mutter. Liebe Xenia, am 31. Mai ist Papa gestorben. Es war einmal ein Mensch. Er hatte einen Beruf. Er hat gearbeitet. Er hatte Kinder, Enkel. Hinter dem Sarg gingen nur zwei Menschen. Ich und unsere Waschfrau Klavdia. Eine halbe Stunde, nachdem ich diesen Brief gelesen hatte, öffnete sich die Tür noch einmal und Satrap erschien in der Zelle. Und wieder, folgen Sie mir. Sogar vor dem Tod, wenn er sich wiederholen könnte, würde ich nicht so erschrecken. Und trotzdem, während ich immer weiter hinunterstieg und bereits mit Sicherheit wusste, was mich erwartete, empfand ich nicht mehr jenes Entsetzen, das mich im Dezember erfüllt hatte. Vielmehr bemächtigte sich eine tödliche Gleichgültigkeit. Ich war in einem Zustand, wo man mich ebenso gut hätte an die Wand stellen können. Ja, es ist die gleiche Strafzelle, die gleichen Lumpen, die gleichen Bastschuhe, die gleichen Holzbretter, ein paar Zentimeter über dem Fußboden und die gleiche undurchdringliche Dunkelheit. Aber ich fürchte mich nicht mehr. Ich schreie nicht. Ich leiste keinen Widerstand. Fast unbeteiligt höre ich mir an, was Satrap vorliest. 3x 24 Stunden Strafzelle für ordnungswidriges Verhalten, weil in der Zelle gesungen worden ist. Ich habe keine Lust, ihm zu sagen, dass niemand in der Zelle gesungen hat. Wozu auch? Die Tür wird zugeknallt. Ich bleibe allein in der Dunkelheit. Allein mit Vaters Tod. Draußen ist Sommer. Man merkt es daran, dass sich hier, außer den Ratten, eine Menge Ungeziefer angesiedelt hat. Kleine Käfer, Tausendfüßler, Kellerasseln. Jetzt bin ich schon eine erfahrene, eine qualifizierte Strafzelleninsassin. Ich kann die Tageszeiten unterscheiden. Ich habe gelernt, auf diesen beiden Brettern zu liegen. Aber das Essen werde ich auch diesmal verweigern. Ein gutes Zeichen. Der Ekel ist noch da. Immerhin eine menschliche Empfindung. Ich wusste damals noch nichts von den Jahren im Lager, die mir bevorstanden, wo selbst diese menschliche Empfindung uns zeitweise verließ, wo wir auch im Schmutz gegessen haben, nur um nicht zu verhungern. Ich taste in der Dunkelheit das mir noch gut bekannte Inventar ab. Der zerfetzte Soldatenmantel, die Bastschuhe, der verrostete Krug auf dem Fußboden. Aber aus irgendeinem Grund empfinde ich in meiner verödeten Seele alle diese Einzelheiten nicht mehr als so ungeheuerlich wie damals im Winter. Diesmal möchte ich weder schreien noch toben. Wahrscheinlich, weil es das zweite Mal ist. Gewohnheit. Dort in Deutschland sollen sie sich ja auch an die Gaskammern und an die Galgen gewöhnt haben. Man kann sich an alles gewöhnen. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, ein Glück, dass es nur 3x 24 Stunden sind und nicht 5 Tage. Ein Glück auch, dass es nur die untere Strafzelle ist. Eine Strafzelle der zweiten Kategorie. In diesen Monaten habe ich nämlich gehört, dass es 3 Kategorien gibt. Olga hat es von ihrer Nachbarin erfahren. Danach sind die Strafzellen der dritten Kategorie die erträglichsten. Sie haben Licht und man trägt die übliche Gefängniskleidung. Dagegen ist man, wenn man aus den Strafzellen der ersten Kategorie herauskommt, vom Tode gezeichnet. Glücklicherweise ist mir die erste Kategorie erspart geblieben. Die Wahl der Kategorie hing nicht von der Schwere des Verstoßes ab, sondern von der Farbe der Streifen auf der Mappe, in der die Personalakten aufbewahrt wurden. Julia und ich gehörten zur zweiten Kategorie. Diese 3 Tage und Nächte verbringe ich vornehmlich im Stehen. Ich erfinde eine Methode, auf den Brettern zu stehen, möglichst weit entfernt von dem mit einem schmierigen grauen Schimmel bedeckten Stein, der als Kopfunterlage dienen soll. Ich stehe viele Stunden lang,
bis zur völligen Erschöpfung und sinke hin und wieder zusammen zu einem kurzen, dumpfen Schlaf. Meistens weckt mich der Schmerz und das Jucken in den erfrorenen Zehen. Dieser Schmerz bringt mir sofort alles zum Bewusstsein. Ja, das bin noch immer ich. Und noch immer hat sich nichts verändert. Ich stelle mich wieder auf meine Bretter und sehe meinen Vater vor mir. Lebend. Als Toten kann ich ihn mir nicht vorstellen. Wie wenig weiß ich von ihm, der mir das Leben gegeben hat. Und doch, wie unzerstörbar ist das innere Band zwischen uns. Alles in mir zieht sich vor Schmerz zusammen. Vater. Mein Vater. Ein Teil von mir selbst ist gestorben. Ein Glück, das ich damals noch nicht wusste, unter welchen Umständen er gestorben war. Man schrieb es mir erst einige Jahre später, als ich schon in Kolyma war. Ich wusste nicht, dass man auch meine alten Eltern geholt hatte. Nicht für lange, nur für 2 Monate, aber das hatte gereicht, meinen Vater zu töten. Als sie entlassen wurden, wohnten bereits andere in ihrer Wohnung und ihre Möbel waren konfisziert. Sie mussten ein Obdach suchen und das in einer Stadt, wo mein Vater ein Menschenleben als ein gewissenhafter und geschätzter Spezialist gearbeitet hatte, wo seine Töchter und sein Schwiegersohn, beide Parteimitglieder, gearbeitet hatten. Alle gingen den beiden alten Menschen aus dem Weg. Niemand wollte sie bei sich aufnehmen. Die Waschfrau Claudia hatte mehr Herz als die anderen. Das alles geschah, als ich in Butyrki war. Aber ich habe es 3 Jahre später davon erfahren. Ich denke an meinen Vater und an den Wänden meines Verlieses erschienen zarte Bilder aus meiner frühen Kindheit. Papas Uhrkette, sie fühlte sich immer so interessant an, wenn man auf seinen Knien sitzt. Die komischen griechischen Worte, die er mir auf unseren Spaziergängen beibringt, wenn er mir von seiner Schulzeit erzählt. Er war ja noch im vergangenen Jahrhundert geboren und im Gymnasium hat er nicht nur Latein, sondern auch Griechisch gelernt. Bis zu meinem 8. Lebensjahr gab es für mich niemanden, der mir näher stand als er. Dann kamen die langen Jahre der schmerzlichen Diskussionen, der gegenseitigen Kränkungen und Beleidigungen. Ich hatte etwas gegen die soziale Herkunft meines Vaters und beneidete meine Freundinnen, die einen werktätigen Vater hatten. Und er hatte vieles gegen meine Art zu leben und gegen mein Verhalten. Und plötzlich tauchen an der Wand Zeilen auf aus seinem letzten Brief, den er mir hier nach Jaroslawl schrieb. Ich möchte dir nicht verschweigen, dass ich mich in der letzten Zeit nicht sehr wohl fühle. Aber ich werde um mein Leben kämpfen. Ich will leben. Für meine lieben Enkel, Aljoscha und Wasja. Für meine Kinder wollte er leben. Und ich werde nie Gelegenheit haben, ihn um Verzeihung zu bitten. Wenn ich doch nur wieder erschöpft wäre vom Stehen und in den Halbschlaf sinken könnte, der hier den Schlaf ersetzt. Dann würden diese 3 Tage und Nächte schneller vorübergehen. Wie im Winter nehme ich auch diesmal kein Brot. Aber diesmal kommt niemand zu mir und sagt mir, dass Hungerstreik verboten ist. Auch sie haben sich anscheinend an alles gewöhnt. Vielleicht wollen sie gar nichts anderes, als dass man zahm und ergeben die vorgeschriebenen Strafen absitzt. Und ohne Essen dämmert der Häftling erschöpft dahin. Als ich im Winter hier war, dachte ich immer an das Leben draußen. Wissen Sie dort von diesen Verließen? Von den Foltern? Jetzt kann ich an die Wirklichkeit dieses Lebens draußen kaum noch glauben. Ich kann nicht glauben, dass jetzt Sommer sein soll und dass vielleicht gerade in diesem Augenblick jemand in einem Fluss schwimmt. Und ich mache ein Gedicht über meinen 2. Aufenthalt in der Strafzelle. Alles wie früher bei Hexenverfolgungen. Eisüberzogener Stein unter zerschundenen Füßen. Hatte ich mit Satan geheime Beziehungen?
Oder verriet dich unsere Linie? Tausende Jahre erstehen hier wieder. Dieses Verlies ruft sie alle ins Leben. Kniet nicht verschmachend Tarakanova nieder. Stirbt nicht die zarte Prinzessin daneben? Jener, der einst Eulenspiegel gequält hat, reicht mir vielleicht diesen rostigen Becher. Borgia selbst nach vollendeter Untat späht durch die Tür immer öfter und frecher. Das alles kann man sich viel eher denken, als hier zu glauben in diesen Verliesen. Es gäbe dort Menschen jenseits der Mauern, die sich einander Genosse nennen. Es gäbe dort Sterne, zum Reigen verwoben, die an dem nächtlichen Himmel den Wolken entfliehen. Es gäbe dort Blumen, die Düfte verströmen, über den sanften, schlummernden Wogen.